aus Köln. Und ich finde, das macht ihn schon mal von Haus aus sehr sympathisch. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo Sie das Gesicht schon mal gesehen haben, mit Sicherheit vielleicht schon mal Quatsch Comedy Club, da ist er gerne gesehener Gast, oder auch bei Nightwatch. Er ist voll guter Musiker und er bildet sich tatsächlich ein, die Welt mit Musik retten zu können. Was er sonst noch so auf der Wanne hat, das wird er jetzt gleich rausholen. Begrüßen Sie ihn mit einem großen Applaus, Henning Schwittke. Viel Spaß! Dazwischen, ich freue mich. Ja, ich bin Henning Schwittke, ich fange. War da noch Gelächter geklatscht? Hallo. Sind hier. Ja. Man weiß manchmal nicht, klatscht da einer oder sind Bügeln an Bord. Ich fange gleich mal an mit einem ganz kurzen Lied. Ich sage das nur deswegen vorher, weil es wirklich so kurz ist, dass man dann verpasst, was eigentlich los ist, wenn man nicht sofort aufpasst. Achtung! Es ist das Lied für die Mundharmonika. Ja. Wollt ihr es jetzt auch spielen oder reicht die Information?
irgendwas mitsingen dabei, ich sag dann Bescheid. Achtung! Was?
Ja. Da wundert mich doch nichts mehr, ne? Wenn die Kinder schon auf dem Grundschulhof das Messer ziehen. Wieder die dem Ausmachen. Nein, ist doch kein Wunder. Mal ganz ehrlich, denk doch mal, was sind das für Lieder? Wenn ich als kleiner Junge, gebe ich zu, war auch extrem streitsüchtig. Ich habe den Themenstreit gesucht, warum hat mir die so vorgemacht? Hier. Der Kuh und der Esel, die hatten einen Streit, sie hatten Streit. Wer weiß noch, worum ging's? Wer wohl besser sieht, da streiten die sich 8 Strophen lang. Wo ist dieser Bullen, wenn man ihn mal braucht? Ein Kuckuck, der schreit zu, was sind das für Vorbilder? Ja? Und jetzt muss man sich vorstellen, ich als kleiner Junge gehe durch den Wald, ahne nichts Böses, auf einmal oben aus den Bäumen, wuhu! Hab ich gedacht, was will der? Will der Streit? Und das ist immer schlimmer geworden. Die anderen Jungs haben sich im Sandkasten geprügelt, ich saß vor der Kuckucksuhr von meiner Oma. Komm raus! Ja, man macht immer solche Lieder, oder? Und das war immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn es gibt dieses Eis, Ekel, Ober, Horror, Splatterlied. Das ist so heftig, da fragt man sich, hat Bushido eigentlich alle seine Ideen aus der Mundorgel? Hier. Ein Mops kam in die Küche und Stahl in den Kopf. Ein. Sind Strafrechtler hier? Ei. Danach der Kopf den Löffel und schlug den Mops zu drei. Was so klein war, jetzt diese Bilder im Kopf. Mops frei. Brutaler Schlag mit einem Löffel. Das muss gedauert haben. Der Löffel war für mich das Instrument des Todes. Damit soll ich meine Suppe essen. Ich war konsequent. Ich habe die ersten 2 Jahre meines Lebens den Dienst einfach verweigert. Hab ich fütter das. Aber ich habe immer weiter gesungen. Und immer brutaler. Man hat auch als Kind die Brutalität in den Liedern überhaupt nicht begriffen. Und warum nicht? Weil die Musik immer so fröhlich war. Wir hatten zauberhafte Melodien und wir hätten so schöne Sachen singen können. Zum Beispiel sowas, wir sind die Musikbärchen. Wir haben uns alle so lieb. Musik. Hätte man singen können. Haben wir nicht. Was haben wir auf diese schöne Melodie gesungen? Wir langen vom Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Mann, die Pest an Bord, das haben wir. Die Pest, nicht die Bord. Und als ob das nicht schon ekelhaft genug wäre. In den Kessel, da faulen in das Wasser. Spätestens hier hätte man noch sagen müssen, da war Oma geht's so. Eine wunderschöne Melodie und so ein Ekelkram darüber singen. Ich weiß gar nicht, was ich noch gesungen habe. Vielleicht sowas wie Oh, Buckel am Arsch und Kopf. Im Hals sind die Beine so offen wie das Bär. Scheißegal! Und täglich die Eier über Bord. Ja, Oma. Täglich, okay. Das heißt, bei 20 Mann Besatzung treibt das Schiff nach 3 Wochen führerlos auf dem Ozean rum. Aber bis Madagaskar gekommen. Manchmal muss man als Kind einfach nur nachdenken. Auch mal Fragen stellen. Mal unbequem werden. Das habe ich seitdem Lied immer gemacht. Egal, was ich zu singen hatte, ich habe erst mal hinterfragt. Sogar war beim ersten Weihnachtsgottesdienst in der Kirche, alle saßen da und sagten, Schatz, eine kleine Zwischenfrage. Service ist okay soweit heute?
Ja, kann man sagen. Also ich bin nicht nur zufrieden mit Service, ich bin begeistert. Ich bin überwältigt. Ich glaube, können wir mal einen kleinen Applaus geben, dass ihr das Team auf einen Stock rein hört. Es gibt Service, es gibt guten Service und dann gibt es nochmal Extremo-Service. Also, und das habe ich hier erlebt. Habt ihr mal in der Bar und habt ihr euch einen Cocktail mixen lassen? Die Jungs scheinen ja echt gefährlich zu sein. Das sind ja so die Bruce Lees der Gastronomie. Ja, die sind ja so schnell. Ich bin jetzt runtergedampft, so auf Urlaubsstimmung, so bei mir geht alles ein bisschen langsamer, dann kommst du da hin, so machst du mir mal ein Mojito und dann ging der ab. So. Dann kommt die in so ein Shaolin-Cocktail-Kloster und dann gibt es für die nur noch Eisen in die Kühe. Das finde ich, das, dann wird doch Dienstleistung noch ernst genommen. Da ist die leistende Dienst an dir. Das ist nun wirklich in Deutschland nicht mehr selbstverständlich. Das ist doch klar. Ich gebe euch ein Beispiel, war neulich in Bochum in einer Kneipe auf dem Klo. Ja, jetzt, ihr wundert euch jetzt, welcher Service kommt, aber Moment. Ich sitze da so, verrichte mein Tagewerk und dann sehe ich links neben der Klopapierrolle an der Wand noch so eine Art Seifensprinkler. Und dann sehe ich aber gleich, daneben ist noch ein Schild und ich lese dann, was draufsteht und ich zitiere das jetzt wörtlich. Ich habe mir wirklich nicht ausgedacht. Da stand: Besonderer Service unseres Hauses, desinfizieren Sie Ihre Klobrille selber. Liebe Bochumer. Also wenn das ein Service ist, dann mach es doch nicht selber. Also entweder es gibt einen Service oder ich mache das selber. Das darf man nicht vermischen. Das ist gefährlich. Ich habe seitdem diesen Albtraum, ich werde in Bochum nachts überfallen. Dann schleppe ich mich schwer verletzt zur nächsten Polizeiwache. Da ist aber keiner, nur ein Schild. Besonderer Service unserer Wache, dreh um und schnapp dir das Schwein. Der Bochumer so zum Hütchenspieler und sagt, komm Dragan, fang an. Und dann sagt der Dragan, ne Alter, verarsch dich selbst. Ich sehe schon so die Horden von Türken, Albanern und Arabern vor der Diskothek stehen und zum Türsteher sagen, hey, mit den Schuhen geh ich da nicht rein. Verrückt, ne? Oder du gehst in Bochum mit Puff, ne? Und dann steht dann da, besonderer Service unseres Hauses. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das ist der neue Trend. Das ist sozusagen von ganz oben von den Konzernen erdacht worden, um noch mehr Profit zu machen, habe ich überlegt. Wir können ja die Dienstleistung auf den Endkunden selber abwälzen. Und das geht nicht. Wenn ich jetzt auch mal so anfangen würde, kommt ein Mann zum Arzt, erzählt mal weiter. Das geht nicht. Aber die machen das hier zum Beispiel in einem großen Konzern IKEA. Ich habe im Branchenverzeichnis geguckt, wisst ihr, was da steht? Möbelhaus. IKEA verkauft aber keine Möbel. IKEA verkauft Holz und Schrauben. Ob da später bei mir Möbel draus werden? Aber so ist es doch. Alles muss man selber machen. Bei McDonald's musst du selber die Getränke mittlerweile zapfen, du musst selber das Tablett wegnehmen. Wegfliegen, sag ich schon. Es ist ganz extrem geworden. Überall musst du selber machen. Playstation, ja? Kino für zu Hause, ja, Pustekuchen. Früher habe ich bei Star Wars geguckt, wie Luke Skywalker die Prinzessin befreit bei der Playstation. Musst du selber machen. Da denkt sich sowas aus. Super. Das ist immer extremer geworden. Oder hier bei der Bahn. Ne? Ja, wer sucht die beste Verbindung und ruft das Ding aus? Wir, die Kunden. Oder im Backladen, wer tötet die Brötchen ein? Wir, die Kunden. Oder selbst Grönemeyer-Konzert. Wir sind 3 Stunden durch, das Publikum. Also das ist vor, aber fällt mir ein Grönemeyer. Das weiß
Ja, wir haben ihn ins Krankenhaus gefahren, man hat ihm den Magen ausgepumpt und die Flugsäule gefunden. Und ja, das Schöne war, er ist Mensch geblieben, er hat sich nicht lumpen lassen und mich und mein Kumpel sind nicht nach Hause zum Kaffee eingeladen. Und ich muss sagen, der ist noch richtig Mensch geblieben. Vor allem hat er uns da einen besonderen Anlass eingeladen. Es war, soll ich sagen, es war ein besonderer Liederabend. Da hat er sich ein paar Freunde eingeladen, auch Songschreiber. Und die haben zusammen ein Lied gehuldigt. Ein einzelnes Lied galt die Huldigung des Abends. Und das war YouTube's Still Haven't Found What I'm Looking For. Ich spiel's mal kurz an. Ich bin durch die Felder gewälzt, aber ich habe immer noch nicht das gefunden, was ich gesucht habe. Und das kennt jeder. Ne? Jeder kann sich damit identifizieren, jeder kennt das, etwas sein Leben lang suchen und nicht finden. Ne? Mütter suchen im Supermarkt ihr Kind. Neulich war ich im Supermarkt, Frau sucht den Vater für ihr Kind. Das ist nur ein Beispiel, grob, also jeder kennt das. Und an dem Abend konnte sich auch jeder damit identifizieren. Und der Erste, der das gemacht hat, an dem Abend, das war der wunderbare, gute alte Mr. Bob Dylan. Thank you.
Sehr viel geschneit, aber ich mach's gut. Und wie ich schon sagte, wo einer ist, ist der Nächste nicht weit. Und ich war total froh, ihn das erste Mal wirklich persönlich kennenzulernen, weil ich liebe und schätze ihn sehr, weil er immer so positiv ist. Es war keiner mein, der findet es horizontal kopfbedingt. Hat er sich eingefunden mit seiner Gitarre und wollte uns ein bisschen Mut zu sehen in der heutigen Zeit, seit dem 11. September, wo es ja für einige Menschen nicht einfach ist, in ein Flugzeug zu steigen. Und da hat er sich gedacht, der Reinhard, der singt doch uns mal ein Lied, das uns wieder Mut zum Fliegen macht. Feiert dieses Lied von U2. Über den Wolken saß in mir ein Araber. Ich war dort und gut, dass er mir so nah war. Der sah die Mistbude. In seiner Schule. Doch das ist nicht das Ende, denn er schlief kurz ein und ich fasste den Ende in seine Schuhe rein. Ich griff den Revolver, der mit Kugeln voll war. Als er erwachte, griff er nervös nach dem Stuhl. Mir war klar, was er dachte. Seine Knarre weint in meiner Gitarre. Und er hat nie mehr gefunden, was er gesucht hat. Dankeschön. Ja, und so kuschelig und angenehm, so positiv, optimistisch hätte der Abend enden können. Aber nicht, denn es passierte was ganz Schlimmes. Ein ungebetener Gast quetschte sich durchs Fenster. Es war der Gangster-Rapper der ersten Stunde in Deutschland aus Rödelheim, Moses P. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt. Ungefähr 400 Kilo auf 1,95 Meter verteilt. Ein Mensch, der einen nicht gerade zum Glühwein trinken einlädt. Und ein Mensch, der jedem unter anderem auch schon Stefan Raab wirklich die Nase gebrochen hat. Ein Mensch, bei dem man wirklich nicht weiß, was ist los mit ihm. Und er kam auf uns zu und sagte, fresse die Arschlöcher. Und ich wusste, zumindest hat er gute Laune. Das war Moses P. Und wir wussten erst nicht, sollen wir jetzt die Bullen rufen, aber dann kam's. Wir waren total betroffen, als er anfing zu uns erzählen, uns zu erzählen. Auch er kennt dieses Lied von U2 und auch er kennt dieses Gefühl, etwas sein Leben lang suchen, aber nie finden. Und das fängt an, eine Geschichte, die fängt an in seiner Kindheit in Frankfurt-Rödelheim. Als kleiner Kindergangster hat er da schon mit geklauten Catcars gedealt. Und aus dieser Zeit hat er uns berichtet. Ich sag mal, DJ, fahr die Mucke ab. Yo, representing Rödelheim. Ich bin das fette Gesetz hinter der Kernmauer. Fress dir ein bisschen Trinker. Yo, Pick. Ich weiß es noch wie heute, ich war ein Sacker von 10 Jahren. Hab mein Kettkar geklaut, um auf der Autobahn zu fahren. Wenn dann die Bullen da waren, um mich nach Hause zu schicken, hab ich gesagt, du musst es sehen, ist mein Gesetz, ihr könnt euch selber. Hier bestimmt wie ich, was auf den gelben Straßen cool ist. Ich scheiß mal auf die Bühne, bin am Kenner der Schwule. Pass auf, Walter, dass ich mich nicht vergesse. Willst du ein großes Tenonogramm in die Fresse? Was? Schon mit 10 war ich der angesagte Kindergangster. Und auf den Pitches war klar, dass Moses P hier der Engst war. Mit meinem Cat-Car war ich das coolste der Ghetto-Kids. Mit einer fetten Bass-Rolle unter dem Fahrersitz. Bevor ich durch die Streets kontrollierte den Kiez und versorgte all die Freaks mit dem fettesten Ghetto-Beat. Verkaufte frischen Stoff an die Bitches und Niggers. Ich stiehl da kaum wie Autobahnen mit Sniggers. Man hat über mich die falschen Dinge gesungen und es sind viele Sacker deswegen über die Klinge gesprungen. Immer hab ich deshalb mit der Schlinge gerungen. Doch mir ist jedes Wort, wenn ich rappe oder singe, gelungen. Können euch denken, wofür und weswegen ich sage, aber auch Moses P. hatte gelegentlich
Schrammel. Und ein scheiß Erlebnis, denn ich nie vergesse. Das Erlebnis, der Schmerz hat sich tief in mein Herz gefressen. Das ärgste Spiel neben den Lecken von Schneckenschleim. Das war das Versteckenspiel in den Ecken von Brötelheim. 1x10-5, wenn du dann noch nicht weg bist, bist du die arme Sau, die aus dem goldenen Dreck bist. Alle waren am Ende, nur nicht auf meinem Cap-Cup. War leider schnell zu finden, weil ich einfach zu fett war. Aber dann war ich dran, nicht zu ganz aufzuzählen. Und jetzt war klar, wenn ich sie finden würde, würde ich sie quälen. Moses P. auf der Jagd, doch alle waren verschwunden. Hab nur noch Thomas gefragt und hab für Bade gestuft. Doch es blieb, wie es war, und ich hab sie niemals überwunden. Ich hab den blöden Stacker bis heute nicht gefunden. Dankeschön. Selber wieder stark getroffen. Also es ist wirklich, die Stimmung war jetzt wirklich ziemlich tief unten, aber einer hat uns dann zum Glück noch rausgeholt, hat den Abend zu einem schönen Ende gebracht. Herbert selbst. Also ich muss ja sagen, also habe ich schon erwähnt, wie der, noch, also wie der wirklich menschengeblieben war. Also richtig Mensch. Also den zwei Kumpel und ich, ja, wir klingelten bei ihm als einzige Normale des Abends. Er macht uns persönlich auf und sagt so, guck mal! Und dann war es so entspannt, ja? Da haben unsere Jacke hängt die ganze Garderobe und fragt uns, wollen wir was trinken? Und dann haben wir erzählt, dass wir ja auch Musik machten, so wie er. Und das fand er interessant und hat er früher gedacht und kam dann mit so einem Karton alter Tonbandkassetten aus seiner Frühzeit. Und da durften wir ein bisschen drin kramen und eine fand ich, da war so ein Herz drauf gemalt, hat mich interessiert, was sonst noch draufsteht. Und dann kam Herbert zu mir und sagte, stopp, wir weg! Hab ich gesagt, das ist damit nicht in Ordnung. Und dann sagt er zu mir wörtlich, das ist Zeit, das ist nicht gut, da habe ich noch genuschelt. Nein, wir haben ihm das auch nicht so ganz geglaubt und es kam dann im Laufe des Abends noch raus. Es war ihm wahnsinnig peinlich, es war ein Liebeslied, was er geschrieben hat als junger Mann. Da wurde er wirklich gelogen, betrogen, hintergangen und verlassen von einer Frau an einem Nachmittag. Multitasking vom Feind. Und diesen Schmerz eben hat er sich damals mit dem Leben von der Seele gesucht. Wenn ihr euch fragt, wer in den 70ern die ganzen Kung-Fu-Filme produziert hat, hab gelebt für dich, hab gelebt für ihn. Was mein Heus und Rat zur Welt der Magie. Um mich zu verwüsten, war dein Magen-Genie. Hab dich auf Hilfe den Magen gegen die Knie. Was der Bumm in meiner Kasse. Was der Schnapp. Dorf, ganz umdüsselt.
Elefanten in meiner Jacke, kurz gesagt, ich bin die Tasse. Ich bin
die wieder groß sind, denn unsere Taubenschuhe erwarten Sie. Freuen Sie sich auf Sonderbull, das komplette Ensemble, wunderbare Kostüme, toller Gesang, Akrobatik. Thank you.
von Bülow, besser bekannt als Loriot. Keiner hat es verstanden, so wie er, wunderbare Alltagssituationen in Sketche umzuwandeln. Daneben malt er noch, er schreibt Bücher, er macht Filme. Und einige seiner großen Werke, die haben wir für Sie in eine wunderbare Show gepackt, die wird Ihnen präsentiert von unseren beiden Schauspielern und heißt Loriots Heile Welt. Viel Spaß! Bertha? Ja? Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Warum ist es dann mal zu weich und mal zu hart? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach. Und wie weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bring deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum. Ja. Und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig genau 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte sehr gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, es ist dir egal. Es ist dir also egal, wenn ich 4,5 Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Kaputt. Die bauen die Geräte absichtlich so, dass sie schnell kaputt gehen. Ich muss nicht unbedingt fernsehen. Ich auch nicht. Ich meine nicht nur, weil heute der Apparat kaputt ist. Ich meine sowieso. Ich sehe sowieso nicht gerne Fernsehen. Es gibt aber auch wirklich nichts im Fernsehen, was man sich gerne ansehen möchte. Heute müssen wir ja nun Gott sei Dank erst gar nicht in den blöden Kasten gucken. Nee. Es sieht aber so aus, als ob du hinguckst. Ich? Ja. Nein. Ich sehe nur ganz allgemein in diese Richtung. Aber du guckst hin. Du guckst da immer hin. Wie kommst du denn darauf? Das sieht so aus. Es kann gar nicht so aussehen. Ich gucke nämlich vorbei. Ich gucke nämlich absichtlich vorbei. Und wenn du ein kleines bisschen mehr auf mich achten würdest, hättest du bemerkt, dass ich absichtlich vorbei gucke. Aber du interessierst dich ja überhaupt nicht für mich. Ja. Wir können doch einfach mal ganz woanders hingucken. Woanders? Wohin denn? Zur Seite. Oder nach hinten. Nach hinten? Ich soll nach hinten sehen?
Nur weil der Fernseher heute kaputt ist, soll ich nach hinten sehen? Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wo ich hinzusehen habe. Was wäre denn heute für ein Programm gewesen? Ein Unterhaltungssendung. Och. Es ist schon eine Unverschämtheit, was einem so Abend für Abend geboten wird. Ich weiß gar nicht, warum man sich das überhaupt noch antut. Lesen könnte man stattdessen. Karten spielen. Ins Kino gehen. Oder ins Theater. Stattdessen sitzt man da und glotzt auf dieses blöde Fernsehprogramm. Heute ist der Apparat ja nun kaputt. Gott sei Dank. Ja. Da kann man sich wenigstens mal unterhalten. Oder früh ins Bett gehen? Nö. Ich gehe nach den Spätnachrichten der Tagesschau ins Bett. Aber der Fernseher ist doch kaputt! Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe. Was machst du? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch. Nein. Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal spazieren gingest. Nein, nein. Ich bringe dir deine Mantel. Nein, nein, danke. Aber eben wolltest du doch noch spazieren gehen. Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe. Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst. Gut. Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest. Nein, schaden könnte das nicht. Du kannst ja dir wahnsinnig machen. Ach. Erst willst du spazieren gehen. Dann wieder nicht. Dann soll ich dir deinen Mantel holen. Dann wieder nicht. Was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Sitzen. Ich möchte hier sitzen und mich entspannen. Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden. Ich sag ja nichts mehr. Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht. Ja. Liest du was? Im Moment nicht. Dann lies doch mal was. Nachher. Nachher vielleicht. Hol dir doch die Illustrierten. Ich möchte erst noch ein bisschen hier sitzen. Soll ich sie dir holen? Nein, nein, vielen Dank. Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Nein, wirklich nicht. Ich renne den ganzen Tag hin und her. Da kannst du doch wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen. Ich möchte jetzt nicht lesen. Mal möchtest du lesen, mal nicht. Ich möchte hier sitzen. Du kannst doch tun, was dir Spaß macht. Das tue ich ja. Dann quengel doch nicht dauernd so rum. Nein, nein. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an! Heute sehen Sie die 8. Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis, Die zwei Cousinen.
Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten 7 Folgen. Auf dem Land sitzt Lord Coslestone Paul. Von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn, Meredith, auch die beiden Cousinen Priscilla und Gwyneth Woodworth aus den benachbarten Ortschaften Nether Adelthorpe und Middle Fitham. Ferner ein Onkel von Lady Hesketh Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherston, dessen Besitz Thrumpton Castle zurzeit an Lord Woodworth Horton, einem Vetter von Priscilla und Gwyneth Woodworth, vermietet ist. Gwyneth Woodworth hatte für Lord Heathcliff Fortescue in Another at a Fart and Flip. Verzeihung. Einen Schlips besorgt, ihn aber bei Lord Woodworth Horton liegen gelassen. Lady Heathcliff Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Woodworth in North Coslestone Hall verbracht zu haben. Gleichzeitig findet Meredith Hesketh Fortescue auf einer Kutschfahrt mit Jasper Featherston von Frittle. Middle Fitham nach North Coslestone Hall in Thrumpton Castle den Cliff auf Nettle. Nettle? Entschuldigung. Aus Nether Adelthorpe. Nach einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen Lady Hesketh Fortescue und Priscilla Woodworth eilt Gwyneth Woodworth nach dem zweimal entfernten Kaukar bei, um ihre Tanten Ellie Hollingworth und Judith Nettles mit aufzurufen. Diese sind jedoch nach Northampton für ihren Schwager von der Fairchamp gefahren, der als Gärtner im Thrumpton Castle bei Lord Woodworth Horton arbeitet. Gwyneth Woodworth fährt nach North Coslestone zurück, aber nicht über Middle. Middle Adelthorpe, sondern über North Thurston, Thrumpton Castle, Middle Fulham und Nether Adelthorpe. Dort trifft die Priscilla Woodworth, die mit Lord Woodworth Horton noch nachts von Middle, Meine Damen und Herren, das Prominenteninterview im Rahmen unseres Magazins für die Frau kommt heute live aus dem Heim von Vic Dorn, einem dem wohl profiliertesten Darsteller des internationalen Horrorfilms. Vic Dorn oder auch Victor Dornberger, wie Sie mit bürgerlichem Namen heißen. Woher stammen Sie und wie kamen Sie zum Film? Mein Vater war Kirchendiener in Westfalen. Meine Mutter ist unbekannt. Köstlich. Und wie wurden Sie Schauspieler? Wie kamen Sie dazu, immer die Rolle des Monsters zu spielen? Mein Vater hatte die mittlere gehobene Beamtenlaufbahn für mich vorgesehen. Da kam ein Regisseur aus Amerika. Der hat mich entdeckt. Und dann habe ich immer die gleiche Rolle gespielt. Besonders reizend, dass Sie heute für unsere Zuschauer Ihre berühmte, unverwechselbare Horrormaske angelegt haben. Wer hat sie entworfen? Oder war das Ihre eigene Idee? Was für eine Maske. Nun mal im Ernst. Unsere Zuschauer würden gerne wissen, wie Sie in Wirklichkeit aussehen. Dieses fantastisch scheußliche Gesicht ist doch. Was? Einmal, Viktor, einmal sollten Sie uns zeigen, wie Sie wirklich aussehen, wenn es nur ganz kurz ist. Oder ist es zu kompliziert, die Maske abzunehmen? Was für eine Maske. Oh mein Gott. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen, die besonders uns Frauen am Herzen liegen. Haben Sie gelegentlich private Beziehungen zu Ihren Filmpartnerinnen?
Nein. Nein, ja. Sie sind durch Ihre Filme wohlhabend und prominent geworden. Warum haben Sie nie geheiratet? Ich bin vielleicht etwas wählerisch. Ja, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es der Wunschtraum vieler Frauen ist, mit einem berühmten internationalen Filmstar zusammen zu sein. Und Ihr Lieblingsessen, was ist Ihr Leibgericht? Kartoffelpuffer. Herr Dornberger, wären Sie gerne Politiker geworden? Wenn man mir ein gutes Angebot gemacht hätte, vielleicht. Aber dazu hätten Sie eine andere Ausbildung gebraucht. Nein. Politiker und Schauspieler haben sehr viel gemeinsam. Wir wollen Hauptrollen spielen, pflegen die Kunst der Täuschung und haben eine starke menschliche Ausstrahlung. Eine letzte Frage, Herr Dornberger. Warum bekommen Sie in den letzten Jahren keine Angebote mehr aus Hollywood? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich denen einfach zu deutsch. Letztes Mal essen waren. Das freut mich.
Schön, na? Jetzt gucken alle auf die Beine. Kinder, guckt ruhig auf den Kopf, der ist genauso alt. Ersten Abend hättet ihr die Beine gar nicht gesehen. Beine sind was Wunderschönes, ich hab's erklärt. Neulich hat das so gejuckt, hab ich so gemacht. Haben die Leute gerufen, guck mal, was die alle die Haut wegziehen kann. Hallo? Wenn das der Fall wäre, würde ich hier anders auftreten, glaubt's mir. So, ja. Mensch, das sieht ja toll aus heute Abend. Und ja, ist Klaus auch hier? Klaus, das sind wir. Aber das war doch toll, unsere Nummer, oder? Ich hab mir das nochmal angeguckt, Klaus, was glaubst du? Bist jetzt zu deiner Frau hier? Nein. Ach so. Um Gottes Willen. Na, bist du ganz alleine an Bord? Ja. Ja, warum reden wir da nicht? Was ist denn? Ich habe zwar auch immer einen neben mir gesehen, aber den sieht man jetzt nicht, ne? Ja, ich bin ja immer gut drauf, genau wie meine Oma. Die war auch so geil drauf, die war heute bei Lidl an der Kasse. Da sagt die Verkäuferin, sie wollen noch eine Tüte. Nee, sagt meine Oma, wenn ich jetzt noch kiffe, vergesse ich die Hälfte. Nein. Einige werden denken, mein Gott, ist das die holländische Königin, ganz orange Haare. Aber ich mag meine Königin, ich mag ja überhaupt die Königshäuser. Ich bin ja sehr viel in den Königshäusern zu Hause. Ne? Habe ich jetzt gesehen, in Britannien, in London, dieses Drama wieder. Ne? Prinz Charles, der hätte ja auch wegfliegen können aus dem Auto mit den eigenen Ohren, aber dann wäre der Rottweiler ein Auto geblieben. Das ist ja auch blöd, verstehst du? Ich weiß noch, als das anfing, als die haben so einen Ärger, meine Freundin Lisbeth, die kennt ihr ja alle, Tower Lady, ne? Die ruft mich vor vielen, vielen Jahrzehnten an, sagt, Franz, komm rüber, Andrew heiratet Fergie. Ich sag, Lilibet, ich flieg sofort los. Bin auch sofort losgeflogen, wir waren ein sehr langer Flug. Bin selber geflogen, ich hatte ganz lahme Arme. Ja, keine Ahnung, hab ich mit einer Hand noch die Lippen geschminkt. Bin ich fast zu spät in diese Kirche rein, da war die schon aufgereiht. Ja, stand da rum in Reihe mit Glied und der königliche Mitglieder. Aber ich kann doch so schlecht gucken. Ich habe es ja am ersten Abend schon erzählt. Und ich sitze an dieser Kaffeetafel weit hinten, weil ich die sieben Arme nicht zusammen hatte, um vorne zu sitzen. Und ich denke noch, mein Gott, da sitzt so ein Pferd mit dem Gebiss neben Lisbeth. Das muss ein Pferd sein. Ich habe Prinzessin Anne gar nicht erkannt. Sie hat auch einen Fehler begangen. Ich habe Zuckerstücke rübergeschmissen, dann hat er Schnapp. Das war der Pferd. Die anderen haben sofort gemerkt, warum sie früher über das Militärreiten gewonnen hat. Ja, die Gute ist selber gesprungen, der das Pferd weggelassen hat. Boshafte Londoner Tunden haben behauptet, sie hätte die Kutsche von ihrer Mutter gezogen. Das stimmt nicht. Außen vor der Kirche stand ein Heuwagen, da hat sie nichts von gefressen. Ich bin ja schon froh, dass ich sie nicht nach ihrem Alter gefragt habe, sonst hätte die geantwortet. Das machen die Tiere im Zirkus so, nicht? Und auf dem Rückweg bin ich eben bei meiner Freundin Beatrix von den Niederlanden vorbei. Ne? Eine tolle Frau, oder? Ah, das ist ein Phänomen, diese Frau. Ja, ehrlich, das ist wirklich, ist ja deutschstämmig verheiratet gewesen mit Klaus von Amselberg, ne? Den kennt ihr auch. Und aus Hitzhacker kam der, ne? Und diese Frau hat ja nur Jungs zur Welt gemacht, lauter Buben. Aber ich habe gehört, das wäre normal. Holländischer Schinken, deutsche Eier gibt immer Stramax. Hat das nicht wehgetan, mal sagt die Frau, Königskinder konnten nicht durch den Lieferanten eingegangen. Also, nur im niederländischen Königshaus, das sage ich. Aber ich will mich ja nicht zu sehr verplaudern. Ich glaube ja, wie gesagt, nicht hin und her, weil ich nervös bin und mit Füßen bin, das wissen die. Und ja, ich habe es ja erklärt für die Damen, ne, elegant so Koch 25 D. Und nicht die Knie so, das ist ein Klaus, du weißt Bescheid. Immer strecken, strecken. Komm auf die Brust raus. Na, so, jetzt den Mantel habt ihr ja gesehen. Das ist eigentlich eine alte Pferdedecke von meiner Rosinante. Ich war für lange in Spanien unterwegs. Und ja, ich spreche auch Spanisch. Mich bien, suelo, geto. Auf Deutsch heißt es, meine Füße riechen nach Käse. Klingt das hart. Aber Spanisch ist das toll. Ich werde mich jetzt erstmal ausziehen. Keine Angst. Ich mache keinen Striptease. Ich habe früher Striptease gemacht, weil letztes Mal die Kellner Champagnerkübel verteilt. Ja, zum Brechen hat ihm das schon gefallen.
konnte damals sogar Spagat. 14 Kellner haben mich hochgehoben. 2 Wochen hat es gedauert, bis die beiden zusammen waren. Ich habe ja, muss ich euch erzählen. Okay, Moment, muss ich sie erstmal loswerden. So, aber da. So, jetzt brauche ich meine kleine Windmaschine, damit ich den ganzen Putz aus dem Gesicht habe. Hier, aber da steht nichts drauf. Ich habe ja früher. Wer ist Gummi bei dir so zwischen der Backen ruft? Wir warten ja alle auf den Moment, wo mir jemand kommt und reißt die Perücke vom Kopf und du stellst dich heraus. Das hast du doch harte Kerkel. Nach Manier der Grünen, ich bin dann mal weg. Also, Karl Kerkeling hat das gesagt. Wo ist sie hin? Wo gehen alle Grünen hin? Nach Santiago de Compostela. Ich danke den Grünen, die es verstanden haben. Compostela. Ich trage jetzt auch nur noch Sandalen, damit sie der Natur näher sind. Und die CSU kriegt die Absätze nach vorne, damit der Aufstieg schneller geht. Ich bin ja sehr eng befreundet mit der First Lady von Berlin, mit der Frau Wobereit. Und das ist gut so. Frau Wobereit. Ja. Aber ihr Ärger, nicht mit Berlin, mit ihrem Freund, die haben sich getrennt. Ja. Herr Wobereit heiratet jetzt Ole von Beuys, den Ex-Bürgermeister aus Hamburg und Guido Westerwelle, streute du mal auf. Das keine politischen Verbindungen sind, weißt du ja nicht, wo wir bleiben. Ne? Das ist so mit den Tunden, ne? Da ist das, ja. Aber ihr werdet das sehen für die, die zurückfahren. Ne? Kennt ihr eigentlich den schulischen jemand? Er kennt ihr immer, der Karotte im Hintern. Müsst ihr mal gucken, wenn er das sogar schwule Fische hier in der Gegend. Das ist ein Hi. Was anderes wurde gemacht, das schwul als ihr? Aber für die, die aus der Schweiz, Österreich oder in den südlichen Gefilden leben, habt ihr schon mal eine Kuh auf Skiern gesehen? Eine Muschi. Was sagen wir? Er muss in der Branche. Kinder bringen der Klapperstreich, Schwule der Flamingo. Wir haben ja eigene Eltern. Ja. Kinder, das glaubt ihr nicht, ne? Ich sagte immer, mein Gott, das ist ein Phänomen bei euch. Ihr kriegt keine Kinder, trotzdem werdet ihr immer mehr. Ja, das ist so, ne? Bei euch war es ja, wie wir sehen, Stammeltern, wie hießen die bei ihm noch? Wissen Sie's? Adam und Eva. Adam und Eve, die haben in den 60er Jahren sogar Lieder gesungen. Wir haben ein anderes Elternpaar, ein Teil war mal sehr krank, geht's aber wieder besser. Das fing bei uns alles schon an, als Salita, diese wunderbare Sängerin aus Kairo, der diesen Song gesungen, am Tag, als der Regen kam, und da hat Noah gewusst, jetzt gibt Scheißwetter, man hat die Arche gebaut. Ne? Ja. Hat diese wunderbare Arche gebaut, Tür auf, hat damit aufgenommen, ein Schwein, eine Schweine, eine Ziege, eine Ziegin, ein Elefantin, Siegfried und Boy. Und so haben wir uns weiterentwickelt. Mein Bruder ist ein weißer Tiger. Ich meine, der Roy ist auch eine arme Sau, ne? Die einzige Tunte, die von einer Muschi angegriffen wurde. Das musst du auch erstmal verstehen. Fahrt mich mal nach oben. Nee, geht nicht. Und, oh, ihr guckt so ernst hier vorne. Was habt ihr gegessen? Nein, braucht keine Angst zu haben von mir. Achso, Tücher brauche ich wieder, Kinder. Ich transferiere, jetzt sind ja weggegangen an der Rezeption, die warme Semmel. Und ja, ich verkaufe die Dinger noch immer. Und jetzt kann man das auch sehen. Ich habe, wie gesagt, ich habe es neulich erklärt, eine Stahlspange zwischen den Oberschenkeln. Neulich auch, Kinder, ihr glaubt das nicht, ich komme was von einem Plakat. Und dann komme ich morgens, stehe ich auf, ne, gehe in mein Badezimmer, wow, eine Spinne! Ich gucke die an, die kommt zurück. Ich habe gesagt, so geht das nicht! Oh, meine linke Wimper runtergefallen. Wieso transferiere ich schon am Anfang, soll der Leute gehen, die schwitzen, wenn ich regle. Aber Ostfriesen, hier, die sind ja geil drauf, ne?
Wenn die sich anhören, du. Aber man sagt nicht, aus Friesen immer nach, die werden so durch. Das stimmt nicht. Die verkaufen den Touristen Land bei Ebbe. Aber